Wow. Okay. Offenbarung 13, sind wir geblieben. Lesen wir nochmal Vers 1. Und sah ein Tier auf dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel, und seine Füße aus Bärenfüße und sein Mund eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Da haben wir schon ein bisschen was erwähnt über diesen unheiligen Dreieinigen, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und hier ist der Drache. Na, der Drache, die wurde identifiziert in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Es wird ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas. So, der Drache ist der Teufel. Und die Drache gibt ihm, das Tier, der Antichrist, seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Das soll noch geschehen in der nahen Zukunft nach der Entrückung der Gemeinde. Und diesem Tier ist auch eine Art von Dreieinigkeit. Er hat Füße aus Bärenfüße, einen Mund aus einem Löwen und er war gleich einem Pardel oder ein Leopard. Mhm. Und diesen Leopard, das ist ein besonderes Tier. Als wir mal nach Jeremia 13, Vers 23 gehen, er hat namelijk een, ziet bijzonder uit. Jeremia 13, vers 23. Jeremia 13, vers 23. Een paard die had een mischung van zwarte vlekken, gelbe hout oben en weiße hout unten. Jeremia 13, vers 23, zijde 1030. Kann auch ein Moor seine Haut wandeln, ein Moor, ja, ein Mann aus Äthiopien, oder ein Parder seine Flecken. Die Flecken sind schwarz. Ein Moor hat eine schwarze, dunkelbraune Haut. So könnt ihr auch Gutes tun, weil ihr des Bösen gewohnt seid. Na, diesen Parder, die hat also einen weißen Bauch, weiß, ein Bild von der kaukasischen Rasse Jafet, das Gelbe, ein Bild von die mongoloïde rasse Sem, und die schwarze Flecke von Ham, de Moor, die sind wie Negerküsse, so zwei Halbmonden eigentlich darauf platziert. Das ist ein ideales integriertes Wesen von Sem, Ham, Javed, die ideale Mischmasch wie Michael Jackson, ist nicht schwarz, ist nicht weiß, ist kein Mann, ist keine Frau, ist ein, etwas ein S. Das ist heute, was man will, dass man all den Unterschied zwischen Mann, Frau, Eltern, Kindern und die Nachkommen von Sem, Ham, Javed nicht mehr ernst nimmt und alles ist eins geworden. So muss es eigentlich sein. Also nach der neuen Weltordnung. Und ich glaube, dass es ist eine Mehrzahl, das Tier. Und in Job 40, Vers 10 wird das Wort Behemoth erwähnt. Behemoth ist das hebräische Wort für Monster, Tiere, Mehrzahl. Das heißt, er ist ein Nachahmer von Jesus, weil er wird genannt das Lamm Gottes. Ist nicht der Lamm, aber ist als ein Lamm Gottes, Jesaja 53. Ja. Wenn Johannes, der Täufer, Jesus begegnet, in Johannes 1, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Welt Sünde trägt. Der Feind ist der Nachahmer, und es ist also auch ein Tier, es ist ein Behemoth, Mehrzahl. Und er ist ein Pardo, ein Raubtier, nicht ein Lamm, aber ein Raubtier. Und ein Pardo hat keine Angst, kaum für etwas. Für Leo hat er Angst, aber für alles andere, das packt er. Von Schlange bis Krokodille, kein Problem, er fliegt auf alles los. Mhm. Und ein Pardel, musst du mal schauen, wie ein Pardel jagt. Weißt du, wie ein Pardel jagt? Mhm. Im Baum. Mhm. Ist im Baum. Und er wartet, bis etwas unten kommt und dann geht er nach unten. Mhm. Er fällt auf seinen, ja, ahnungslosen, was es auch ist. Und er sitzt auf einem also so ein Zweig da mit so einem Weh. Dann liegt er darauf und dann geht er nach unten. Und dann nimmt er auch sein Beute nach oben, er hat einen starken Kiefer. Und dann nimmt er das ganz nach oben und liegt es in den Baum. Dann frisst er es. Ein Löwe macht das nie, ein Pardel macht das schon. Ein Löwe ist ein Bild von Jesus Christus. Mhm. Ein Pardel ist ein Bild des Antichrists. Mhm. Das ist eine interessante Geschichte, ich muss mal eine Predigt halten über die Tiere. Mhm. Wenn du die Tiere studiert, siehst du sehr viel von das Charakter von Gott. Okay. Ein Löwe anschaut. Ein Lamm, schuldig ist Jesus Christus. Ein Pardel, ein Bild von Antichrist. Mhm. Aber der Teufel ist ja als brüllender Löwe beschrieben, oder? Ja, er geht rundum als ein brüllender Löwe, 1. Petrus 5, Vers 8. In der Tat, warum? Weil Jesus ist ein der Löwe des Stammgeschlechts Juda und Jesus, der Teufel geht rundum wie ein brüllender Löwe, um die Leute zu verschlingen.
Also das ist in der Tat, wie er rundum geht. Aber er ist ein Schlange und hier wird er als Antichrist, als Parder dargestellt. Und er wartet in einem Baum. Das heißt, in die Ökumene, kommt zurück zu Rom. Mhm. Und wenn man da bei diesem Baum ist, dann ist er gepackt. Mhm. So geht das heute. Darum sage ich immer, diese Bibel hat Rom niemals genehmigt, die Amorinde Bibel schon, und bleibt weg von der ganzen Ökumene, auch von der evangelischen Gemeinde, die in die Allianz sind, weil die Allianz ist heute auch von Rom infiltriert. FVG? Auch FVGs. Ich weiß das, weil Alex Ater war in der Schweiz Allianz, die hat dann gesagt, alle Gemeinde Allianz verbunden, bekam man Besuch von der Allianz, und wurde gesagt, wie viele Leute gibt es in diesem Hauskreis? Wie viele Männer, wie viele Frauen, wie alt sind sie, wird wieder unterrichtet und so weiter. Alles wieder dokumentiert okay. In der Allianz. Aber du warst da Mitglied der Allianz. Das heißt, die Allianz kam rein und wollte das wissen. Wegen was? Ja, ich weiß schon warum. In 2011, muss ich mal googeln, 2011 und 2012 in Genf war da ein Treffen mit der Führer der weltweiten Allianz, nicht die Europäische, die Schweiz oder Österreich, die weltweite Allianz. Ein Kardinal von Rom und der Führer von der Weltrat von Kirche, also der Führer von der orthodoxen Protestanten und so weiter, die kamen zusammen und haben ein gemeinsames Dokument gemacht. Es geht eigentlich darum, dass man einen anderen nicht versucht zu proselytieren, das heißt die Schafe wegzunehmen. Das ist typisch, was Rom tut. Rom hasst es, wenn du Leute zu Jesus führst und sie dann wegzieht von ihrer ökumenischen Autorität, entweder in die Weltrat von Kirche oder in die Evangelische Allianz. Und das heißt, darum sind wir nicht. Da habe ich auch geschickt an unsere Freund da in FG hier in der Pastor. Achso, ein Pastor. Ja, ein Pastor, ein Schweizer ist das. Und der Hauptpastor. Und dann habe ich keine Response mehr darüber bekommen. Aber ganz klare Warnungen, was sie heute tun, um in die Allianz die Sache zu ändern, um alle freie evangelische Gruppen indirekt mit anderen Bibeln und anderen Lehren zu infiltrieren und dann auch zu kontrollieren, was genau gelehrt wird. Das ist die Idee. Nee, das ist einfach Kontrollgeist. De Bibel sieht man das nie. De Bibel sieht man immer unabhängige Gemeinde, Heiligen Geist und lass dich vom Heiligen Geist führen. Und der Herr zeigt schon, was wahr und falsch ist. Und die Kontrollgeist ist echt, was für Rom ist. Da kennen Sie es alles zentral. Wien ist eine Großstadt, alles so zentral, kontrolliert und geregelt wird. Paris in Frankreich auch, Madrid in Spanien auch. Das haben wir nicht so mit Niederlanden oder Schweiz. Das ist alles dezentralisiert. Trennung der Mächte. Nun, der Grund ist, dass diesen falschen Christus in Offenbarung Kapitel 13, Vers 2 eine römische, katholische, syrische Jude sein soll. Hamitisches Blut hat er auch noch gehabt als Fürst, künftiger Fürst über einen Heidenkirche, wo evangelische, orthodoxe, Protestanten alle zusammenkommen und auch Muslime, weil der letzte Papst, glaube ich, hat auch den Koran als ein heiliges Buch dargestellt. Nun, Flecken sind immer negativ erwähnt in der Bibel. Kommen wir nach Epheser Kapitel 5, Vers 27. Epheser Kapitel 5, Vers 27. Auf dass er sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder das etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Das Wort Flecken ist verbunden mit Runzel oder Sünde auf eine Gemeinde. Dann eine zweite Referenz finden wir im Neuen Testament in Judas. Judas ist das letzte Buch bevor Offenbarung. Judas 23. Etliche, fangen wir mit Vers 22, haltet diesen Unterschied, dass ihr euch etliche erbarmet, etliche aber mit Furcht selig macht und rücket sie aus dem Feuer. Und hasset den befleckten Rock des Fleisches. Danke. Da wird der befleckte Rock des Fleisches dargestellt. Und dann haben wir 3. Mose 13. Das ist ein wichtiges Kapitel über Aussatz. 3. Mose Kapitel 13. Ein ganzes Kapitel, wenn jemandem aussätzig ist. Und was muss man tun, wenn Aussatz ist an Menschen und Kleidern? Und das ist eigentlich wie Flecke, wie Sünde. Aussatz, ich glaube, bis aus heute kann man nicht heilen. Es gibt keine Medizin gegen Aussatz oder Lepra. Sieht man das auf Österreichisch? Lepra. Das fängt dann irgendwann, das ist ein Fleischding oder ein Nervenkrankheit, ich weiß nicht genau was, aber wenn das weiterkommt, da hast du kein Gefühl mehr. Das Gefühl verstummt dann und dann fallen plötzlich Teile vom Finger fallen ab. Okay. Und das ist, was Sünde tut.
Sünde, du bist unempfindlich für was recht und gut ist. Alles ist okay, du bist gleichgültig, was falsch und unrecht ist und so weiter. Und heute haben wir eine gleichgültige Gesellschaft. Oh, was für eine, über Religion, Sünde, was früher, noch Hurerei und Ebruhe. Heute ist es, ja, muss man schon tolerieren, muss man schon ein bisschen tolerant sein. Sexperversion, ja, muss doch können. Mhm. Also das ist heute, womit unsere Jugend Tag und Nacht von 6 Jahre alt bis, oder 4 Jahre alt hier in Österreich, bis 18, ja, gehirnspült wird. Und wenn du das nicht erlaubt, dann bist du nicht tolerant. Die Idee heute in der Welt ist, je mehr Sünde du tolerierst, wie progressiver du bist. Und die Bibel sagt, ja, wenn du weise sein möchtest oder Vernunft hast, musst du Gott fürchten. Das ist wie Gott. Er kommt nach Job 28, Vers 28. Und dann haben wir eine Definition, die Gott gibt von Weisheit und Verstand. Das ist nicht gerade das, was der Mensch gerne hat, aber was Gott uns zeigt. Job 28, Vers 28, Seite 759. Die sagt, ja, so spät am Abend noch all diese Bibelstellen nachschauen, aber man weiß auch, wo Job ist. Amen. Also, wir wissen auch noch ein bisschen, was in Job. Es ist nicht im Neuen Testament. Amen. Auch in den Apokryphen, im Alten Testament. Job 28, Vers 28, Seite 759. Sprach zu Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Verstand. Und Verstand ist das Böse meiden. Der Teufel hat keinen Verstand. Es gibt 3 Dinge, die in Sprüche und Job oft erwähnt werden. Kenntnis, Weisheit und Verstand. Na, Kenntnis ist einfach Kenntnis von Gottes Wort, von biblischen Tatsachen. Na, das kannst du heute via Google und Computers kannst du schnell viel Kenntnis auftun. Der Teufel hat mehr Kenntnis als alle zusammen von diesem Buch. Er kennt das Buch sehr gut. Auswendig. Zweitens, Weisheit ist Furcht des Herrn. Das heißt, die Kenntnis anwenden in deine persönliche Beziehung mit Gott. Nou, das heißt, der Teufel kann das anwenden, nicht in seine persönliche Beziehung mit Gott, aber für seinen eigenen Alltag, wie er Bibelstelle missbrauchen kann. Hè? Was wir in Matthäus und Lukas 4 sehen in seinem Gespräch mit Jesus. Mormonen, Jehovah, so katholische Kirche, die nützt auch Bibelstellen, um sie zu verdrehen. Der Teufel kann das auch anwenden für seine eigenen Zwecke. Aber was er nicht hat, ist Verstand. Das Böse meiden, weil er ist das Böse personifiziert. Mhm. Sie? Und das heißt, Verstand ist Weisheit und Kenntnis anwenden in meine Beziehung mit Gott. Doch hat das nicht, und das ist sehr wichtig für uns. Gottes Furcht, das Böse meiden. Darum ist Gott, das erste Kennzeichen ist Heiligkeit, keine Liebe, Heiligkeit. Und das heißt, wie kann ich heilig sein? Heilige sie in die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt Johannes 17. Mhm. Lies das Wort heiligt dich jeden Tag. Hör es zu. Buddhism hat immer gesagt, hast du nicht die Lutherbibel auf Audio, habe ich ja. Neues Testament, Altes Testament ist die Hälfte fertig. Da kann man es einfach anhören, wenn man dann unterwegs ist, hör das Wort Gottes an. Das reinigt dich auch. Mhm. Nun zurück zu unserem Text. All diese 3 Tiere, die in Offenbarung 13 erwähnt haben, die haben etwas gemeinsam. Sie stellen sich gerne vertikal gegen einen Baum und mit ihren Klauen reißen sie diesen Baumrinde weg. Das hat man bei einer Katze gesehen. Katze hat so einen Kratzpfosten, glaube ich, nicht? Ja, dann geht sie so hin und dann sagt sie, ja. Wenn sie die Post nicht hat, dann kommt sie da hier bei der Vor und dann sagt sie, hallo. Und dann, dann tut sie das. Das heißt, ein Katz hat die Neigung, ihre Spuren zu hinterlassen, durch das zu tun. Es gibt auch so ein Getränk hier, glaube ich, nicht? Weiß das, grün-weiß. So, dann sieht man 3. Und diese, so ein Monster, ja. Ja, ein Monster. Ja, so. Alles wie, ja. Raubtier, das ist so gekratzt. So etwas. Ich weiß nicht, ob es 6 darunter auch ist, aber das ist zufälligerweise diesen, heißt das, diesen, das hier, wenn man das so nimmt, ja, ist eigentlich auch wie ein Raubtier, man hat dann hier einen Strich nicht durchgezogen, der Mitte nicht und am Ende einfach eine nicht. Und die Zufälligkeit kommt überall mit 666. Also wenn man da ehrlich die Buchstaben unterschreibt, hat man 666. Wie ein Raubtier überall auf jedes Produkt eigentlich sein Zeichen hinterlassen hat. Und das wird er auch auf deinen Körper haben, dann sagen sie in der Zukunft, du musst einen Chip haben, um noch zu kaufen und zu verkaufen. Das bekommst du nur, wenn du den Teufel im Fleisch als Gott andeutet. Wenn du es nicht tut, kannst du nicht kaufen und verkaufen, dann kannst du deine Familie nicht mehr nehmen. Nochmals, das ist eine Sache, die
für die Entrückung ist. Nachtentrückung ist nicht in diese Zeit, bevor die Entrückung. Bäume sind oft wie Menschen. Bäume haben Wurzel. Jesu ist der Wurzel Isais, Jesus, sagt die Bibel. Ein paar Beispiele daran, die Psalmen. Psalm 92. Psalm 92, Vers 13 bis Vers 15. Seite 839. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie ein Zeder auf Libanon. Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Ja, das sind, ein Gerechter ist wie ein Palmbaum. Ein Palm ist gerade. Wir kommen gerade nach oben. Aber das ist wie ein gerechter Mensch, die gerade geht, ein gerechter, gerade Weg zeigt und nicht links und rechts Ecke schneidet. Dann Psalm 37, Vers 35. Psalm 37, Vers 35. Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war trotzig und breitete sich aus und gründete wie ein Lorbeerbaum. Ein Gottloser wie ein Lorbeerbaum verglichen an Gerechte mit einem Palmbaum. Markus Kapitel 8 im Neuen Testament, Vers 23 und Vers 24. Da heilt Jesus einen Blinden auf Seite 74. Markus 8, Vers 23, er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus von den Flecken und setzte Spitze in seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sprach, ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Mhm. Menschen sehen wie Bäume. Da muss man schon über verschiedene Bäume, da kann man vieles von lernen. Nun, diesen Wesen, diesen Tier, nochmals, kein Mensch ist ein Tier, das heißt, ist eigentlich ein Tier, ist ein wildes Wesen. Mhm. Dieser Antichrist ist nicht, ja, ein Mensch sieht aus wie ein Mensch, aber ist ein Tier. Und was sagen wir heute in der Evolutionstheorie seit sechs Lebensjahr? Ja, wir kommen vom Affen. Mhm. Ja. Ja, was, wie benimmt die Menschen die letzte Zeit? Wie ein Tier, mhm, wie ein Zoo. Mhm. Und so kann man auch nicht einfach sagen, ich gehe mal einen Löwe streichen. Ja. Also wird das mehr in unserer Gesellschaft auch, wie ein Zoo, Biber raus, Dschungel rein. Nun, dieses Tier hat ein Merkzeichen, Kapitel 13 von Offenbarung, Vers 16. Und machte allesamt die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, dass es ihnen ein Malzeichen gab an ihren rechten Hand oder an ihren Stirn. King James sagt in, also es ist schon da an, aber es ist auch darin. Also wenn man hier einen Chip einschießt, ist es an der Hand, aber auch in den Hand, in den Haut geschossen. Es gibt in den USA, gell, Chips. Ja, es gibt dann Chips, auch in Schweden haben sie experimentiert einfach, dass Leute sagen, ja, kannst du ruhig rein tun, das ist ein sehr kleiner Chip, wird dann reingetan, mhm, und da kann man einfach bei der Kasse abrechnen, dann wird dann gesehen, hat man genügend Geld auf dem Konto, mhm, und wird es einfach direkt abgebucht, ja, macht man nicht mehr diesen Karte zu holen, mhm, und so weiter, weil heute kann was alles sehr klein gespeichert werden. Die meisten wollen das nicht haben als in ihrem Körper, aber das ist in naher Zukunft. Heute hat man diese Piercings und Tattoos. Mhm. Na, zweimal ein Tattoo, dann mit einem kleinen Chip drin. Ach, was macht's aus? Mhm. Ja? Heute auch, wenn man diesen biometrische Pass hat. Mhm. Die Schweiz wollte nicht haben. Schweiz hat es auch, nun schon, Holland auch, ich glaube Österreich auch. Mhm. Sieht man auf dem Pass so einen kleinen, so rund mit so zwei von diesen Streichen links und rechts, das ist ein biometrischer Pass. Mhm. Was heißt das? Dass wenn ich auf die Straße laufe und sie haben diese Geräte, dann können sie einfach scannen. Sie können einfach, ganz meine Passinformation können sie einfach scannen. Mhm. Sie brauchen nicht mal den Pass zu stehlen und so weiter. Nein, sie können einfach scannen und die Information können sie gebrauchen für alles Mögliche. Mhm. Und darum habe ich einen Pass mit so einer biometrischen Hülle darum, dass es abblockt. Okay. Also es kann dann nicht gescannt werden, mit außen, wenn man die Hülle wegnimmt. Mhm. Das musst du heute auch tun mit deiner Karte, Mastercard, wenn dann diese, ich habe sie nicht hier, aber als Beispiel, habe ich meine Tasche. Hier, zum Beispiel heute, das gleiche kann man mit, ich habe hier eine Karte, das ist die Mastercard, hier Mastercard. Okay. Ja. Motorrad muss ich sagen, aber heute kann man auch mit Geräten das Zeug einfach sehen, sodass sie das kann man singen. Das heißt, wenn du einfach rundum laufst und plötzlich kommst du nach Hause, das ist eine Portemonnaie, und plötzlich siehst du von den abgeschrieben 2, 3, 4, 5.000 Euro weg von. Okay, genau, wie kann das sein? Verstehst du nicht? Was du dann tun kannst, ist, habe das hier. Ja.
Das ist Identity. Das ist das, wenn es so hier rundum geht, schützt meine Karte, dass es gelesen wird. Okay. Wenn das nicht tut, naja, ich nicht, dass ich viel Geld habe, dann kann jemand, die das will, einfach alle Informationen okay. Von der Karte oder Pass lesen, einscannen und Zeug abbuchen von deinem Konto. Mhm. Identity. Ein Code für das? Das kann man bestellen im Internet, muss man Identity eintypen, ja, als Beispiel. Also das ist eigentlich heute, wie man aufpassen muss in den letzten Tagen. Diese Chips und alles hat seine Vorteile, aber kann auch missbraucht werden. Nou, dat zien we hier in Offenbarung Kapitel 13. Dat Mahlzeichen, dat Leute dan freiwillig, also freiwillig mit Druck von, wenn du das nämlich nicht nimmst, Vers 17, kann niemand kaufen oder verkaufen. Er habe denn das Mahlzeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nou, wat is die Weisheit dan? Vers 18, die wir verstanden haben, die überlegen die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschenzahl. Dat is sehr wichtig, die Mühlen in der Bibel haben davon gemacht, es ist. Des Menschenzahl, so von sicher ist das Zahl des Menschen. Nein, es ist eines Menschenzahl, es ist von einem spezifischen Mensch. Wir haben das mal besprochen, ein paar Monate her. Hä, wenn man die Namen von dem Papst auf seine Tiara nimmt, Vicarius Filii Dei in Latinisch, heißt stellvertretender Sohn Gottes, ist genau in latinischen Nummeringenwert 666. Okay. Als Beispiel. Das ist, da weist alles hin Richtung Rom. Rom war eine Macht beim ersten Kommen Jesus Christus. Rom soll auch eine Macht sein. Beim zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Und wie ist das dann verstehen? Da steht zuerst die Zahl des Tieres, aber dann ist es eines Menschen Zahl. Ja. Einmal ist als Tier erwähnt und einmal als Mensch. Korrekt. Genau, weil das Tier ist der letzte, ich nenne das so, der letzte Papst, jeder Papst ist ein Mensch durch Sünde. Ja. Er soll wie Jesus sterben und dann getötet werden und dann auferstehen. Weil die Juden fordern ein Zeichen und sein Ziel ist natürlich, die Juden als ihm als König akzeptieren zu lassen, wie Jesus einmal König aller Königen über die Juden sein soll. Und wenn er sich aufersteht, dann glaube ich, kommt offenbar nun aus dem Abgrund Apollyon oder Abaddon, die Geist von Jesus Christus, in Körper von diesem letzten Papst. Und die Seele von diesem Tier, von der Drache, die kommt dann auch in ihm. Wie damals, wir sehen bei, wenn Judas wegging, sie geschrieben, der Satan fuhr in ihn. Am Anfang war das nicht so. Und Judas war nicht ein normaler Mensch. Wenn er 6,70 sagt, einer von euch ist ein Teufel, das war noch bevor der Satan in ihm fuhr, bevor das letzte Abend war. Ja. Wie kann das eigentlich sein? Weil ich glaube, dass Judas kein normaler Mensch war, er ist ein Teufel, sagt Jesus, schauen wir es mal an, in Johannes Kapitel 6, Vers 70. Ja, wie kann auch der Teufel noch in ihn einfahren? Einer euch ist ein Teufel, also er spredete von Judas Simons Sohn Iskariot, derselbige verriet ihn hernach und war der Zwölfe einer. Also ein ist ein Teufel, das heißt, ich glaube, damals war schon sein Geist die von Abaddon oder Apollyon. Warum? Kommt nach Apostelgeschichte 1. Und da wird erwähnt, dass da eine andere Person an der Stelle von Judas Iskariot erwähnt, gewählt werden sollte. Apostelgeschichte 1, Vers 25. Dass einer empfanger diesen Dienst und Apostelamt von Judas abgewichen ist, dass er hinginge an seinen Ort. Er hat ein eigenes Ort. Das war nicht das Grab oder wo er physisch hinging. Nein, das war, glaube ich, ein geistlicher Ort. Okay. Und sein Ort von Judas, und er ist ein Teufel oder war ein Teufel, glaube ich, ist dann offenbar 1 Abaddon oder der Abgrund, worüber über den Abgrund ist ein König, Apollon oder Abaddon, heißt der Zerstörer. Und ich glaube, dass Judas Iskariot ein Teufel war, das heißt, er war nicht ein normaler Mensch, er hat diesen Abaddon in sich gehabt und die kommt zurück, weil offenbar 19 geschrieben, dass der König kommt aus dem Abgrund zurück, aber es ist ein Teufel, Abaddon ist einfach ein Teufel, ein von vielen, ein Dämon. Aber kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat Judas Iskariot ihm verraten, ich glaube, nachdem Jesus ihm den Biss gibt vom letzten Abendmahl, dann nimmt Judas das. Und dann sagt man zu Johannes, wie ich diesen Biss gebe, er ist es, der mich verrat. Und dann gibt es dann an der Person, die links von ihm sitzt, Judas, und Johannes sitzt rechts von ihm, neben ihm sitzt Simon Petrus, und Simon Petrus sagt, hey, frag mal, wer ihm verrat. Und Jesus sagt es zu Johannes, im Bild der Gemeinde, und Johannes sagt es dann zu Judas Iskariot und gibt ihm den Biss. Und dann ist geschrieben, der Satan fuhr an ihm. Der Satan ist nicht der gleiche wie Abaddon. Der Satan ist der Drache,
Okay. Unser geistliches Wesen kommt eher im Köpf von Judas Iskariot und verrät er ihn. Und das, glaube ich, passiert auch hier. Im Moment, dass der letzte Papst getötet wird, steht er auf. Dann kommt diesen Abaddon aus dem Abgrund, das Geist. Und da kommt de Seele vom Teufel in ihm. Also eine unheilige Dreieinigkeit. Also ein Teil von der teuflichen Dreieinigkeit, ja. So gesehen. Genau, weil ein Teil war er schon, dann ja. Andere kommt hinein. Ja, weil Jesus hat Heiligen Geist gehabt von seiner Geburt an. Ja. Hat das Körper des Sohnes gehabt, aber ich sage in Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Ja. Die Seele des Vaters. Mhm. Also ich denke, so hat der Teufel als Nachahmer die Seele von der Drache, den Geist von Abaddon und das Körper des letzten Papstes. Mhm. Und da ist er dann als Tier erwähnt, weil der Teufel ist ein Drache, das ist ein Tier. Ja. War ein Cherub, ein Tier. Das ist nicht ein Mensch, ein Tier. Mhm. Und daarom benehmen besessene Leute sich wie Tiere. Okay. Sind wie nackt, haben kein Schamgefühl und fluchen und so weiter. Na, das ist typisch für eine besessene Person. Der Beelzebub? Beelzebub ist Baal-Zebub, der Gott von Ekron, der Philister. Ja. Und er ist auch Herr der Fliegen. Baal heißt Herr. Okay. Zebub Fliegen, Herr der Fliegen. Er ist der Überste der Teufel. Okay. Und er ist ein hoher Dämon, ein hoher Teufel, aber nicht der Teufel, nicht der Drache selber. Okay. Das ist er nicht. Also. Er ist ein Herr der Fliege, Baal-Zebub. Okay. Ein verlichter Gott, auch Dagon ist ein verlichter Gott, die heute als heilige Nikolaus auch hier verehrt wird. Oder als de Krampus, die oft mit heilige Nikolaus unterwegs sind. Mhm. Ja. En daar wurde een Hollywood-Film van gemacht, glaube ich, 2 Jahre her. Dat is een Krampus. Krampus, een Trailer. Ja, dat muss man een keer googlen. Trailer. Krampus. En wenn man die Krampus niet weet, ik kan de Krampus niet, bis ik daar in Gärten mal kam. En dan sehe ich, dat is einfach een Waldteufel mit Vampirzähnen und wildes Ding, ja. Auf Tische rundum tanzt, mit diese Glocke hat, weißt du. Echt ein sehr bösartiges Wesen da. Und das ist eigentlich, was man den Schwarzen Schmutzli nennt. Mhm. Und die Schmutzli sind die Schwarze Peters, in Holland heißen die Schwarze Peters. Herzlich willkommen. Aber da, genau, aber da sind sie echt, das sind offenbart, wie es echt ist, die Grampusse. Das sind einfach Waldteufel. Das ist, was sie sind. Mhm. Und Nikolaus ist nichts anderes als der Dagon von der Philister, der Fischgott. Die verbunden ist mit Teufel, umringt von Teufel, einfach Kinder schnappt und sie dann in seinen Sack tut, wenn sie böse gehören, weil er sie will. Ja. In die Bücher musste man sitzen bei Nikolaus und dann hat er gesagt: So, Nico, was hast du dann so gemacht? Oh, du warst nicht so ein guter Bub. Das ist nicht so schön, du bekommst kein Geschenk. Du musst mal in den Sack mit schwarzen Pilzen, gehst nach Madrid und vielleicht bekommst du nächstes Jahr zurück. Ja. Das war so, wie das Geschichte bei uns war. Da unter den Kern ist es viel bösartiger. Echt bösartiger. Da muss man die Geschichte, da muss man Krampus ein Typ mit K, glaube ich, geschrieben. K-R-A-M-P-U-S. Ja. Und in Vorarlberg, glaube ich, sind sie noch nicht so bösartig. Na, der ist noch Knecht Ruprecht mit Schwarz, sagt man, mit Bart und so. Und Ruprecht. Ja. Aber Ruprecht ist noch ein Liebling bei Krampus. Und ist es auch in Steiermark so, dass man viel Krampus hat? In Steiermark? Aber der Burgenland ist schlimmer. Ich glaube, Tirol ist viel. Tirol ist viel. Alles in die Berge, kannst du sagen. Nun, dann haben wir noch das Mahlzeichen des Tieres hier. Wir sind eigentlich nur, ich denke, wir müssen mal eine kleine Pause machen, dass wir hier mal nächstes Mal weitergehen mit diesem Merkzeichen des Tieres. Es gibt vieles über Namen mit einem X endet und so weiter. Und das hat alles wieder eine Bedeutung. Aber es wäre weise, das mal für nächstes Mal zu bewahren. Mhm. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann...